ausholen für die Hauptbewegung. Das Ausholen ist in der Gegenrichtung. Das Ausholen ist in der Gegenrichtung. Das heißt, wenn ich nach oben möchte, hole ich über unten aus. Wenn ich nach unten möchte, hole ich über oben aus. Wenn ich zu euch nach außen möchte, hole ich über innen aus und mache damit einen rundförmigen Prozess, den man dann schon etwas vorahnen kann, wenn man der Bewegung dann folgt. Wunderbar und entspannt. Das Thema ist nämlich, dass wir als Herr ja schauen möchten, dass wenn wir unsere Dame halt eben dann den Schritt reinführen, dass wir sie zum Beispiel erst aufs richtige Bein bringen und dann vom richtigen Bein aus erstmal vorbereiten für einen ausbalancierten Schritt, in der sie in Balance ist und dann draufführen können. Das heißt, dass sie nicht draufgeschmissen wird. Ja, und das heißt, das Thema ist natürlich aufs richtige Bein führen. Dann, wenn es rückwärts geht, führe ich sie ja nicht direkt rückwärts, sondern ich führe sie erst in ihre Balance rein und dann daraufhin, weil sie in Balance ist, kann sie den Schritt machen und balanciert draufgehen. Diese Schematik wollen wir integrieren und deswegen beginnt das Ganze ja natürlich in der Führung. Deswegen nochmal erneut einmal drankommen, ja. Man darf ja nichts erwarten, was nicht vorher mal gemacht wurde. Ne? Also nochmal reinfühlen, ausholen für die Hauptbewegung.